Guten Morgen, meine süßen Zuckermäuse und Happy Monday und damit willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe heute ein bisschen was vor mit euch. Und zwar habe ich letztens ein Video gesehen von einer anderen YouTuberin. Ich glaube, sie heißt Michelle. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich verlinke auf jeden Fall ihr Video unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Und sie macht immer, ich glaube, so einmal im Monat, auf jeden Fall immer so in regelmäßigen Abständen, so ein Reset-Tag, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel mein Sunday Reset, wo sie hauptsächlich irgendwie die Wohnung auf Vordermann bringt und putzt und aufräumt und die Woche plant oder sowas, sondern sie macht so einen Get-Your-Shit-Together-Tag, wo sie wirklich eine Liste schreibt und morgens direkt anfängt und versucht, so viele To-Dos wie möglich von dieser Liste an einem Tag abzuhaken und einfach versucht, einen Tag durchzupowern. Und alles Mögliche zu erledigen, was man auch gerne so ein bisschen so vor sich her schiebt. Also ich finde, es gibt so To-Dos, die würden das Leben auf jeden Fall erleichtern oder irgendwie verbessern, aber die sind nicht so wichtig, dass man sie dann auch wirklich, ne, im richtigen Zeitraum macht. Zum Beispiel Sachen zum Schneider bringen oder zur Reinigung bringen oder mal die Waschmaschine zu reinigen oder Sachen zu reparieren, die vielleicht kaputt sind oder was umzutauschen oder wisst ihr, was ich meine? Das sind so komische To-Dos, die irgendwie immer so Platz im Kopf wegnehmen und dann auch irgendwie immer so ein bisschen low-key stressen, aber die halt nicht so urgent sind, dass man sie dann auch wirklich unbedingt immer dann direkt erledigt. Genau, und das ist heute der Plan und ich würde sagen, ich quatsch nicht länger und wir legen direkt los mit der Liste. Schritt 1 ist, nehmt euch einen Zettel und einen Stift und schreibt erstmal eine Liste mit allen Dingen, die und allen To-Dos, die so einfach in eurem Kopf rumschwirren und die dringend erledigt werden müssen. Ich habe schon mal angefangen. Eine Sache, die hier draufsteht, ist zum Beispiel Staubsaugen. Dann muss ich dringend ein Paket wegbringen. Ich habe nämlich ein paar Bücher verkauft. Dann muss ich meine Steuerbelege für Oktober dringend noch hochladen und an meine Steuerberaterin schicken. Morty muss dringend mal wieder gebadet und gebürstet werden. Das habe ich auch ein wenig vernachlässigt. Dann ja, das ist meine Liste erstmal für heute. Und ich würde sagen, wir legen los mit den Dingen, für die ich auf jeden Fall Tageslicht brauche. Und das ist als allererstes, und das ist auch die größte Priorität heute, die Kooperation, die ich heute noch shooten muss. Und dann kümmern wir uns um den Content. Und danach gehen wir die anderen To-Dos an. So, jetzt bekommt ihr auch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie das so abläuft, wenn ich eine Kooperation habe und die shooten möchte. Ich habe von meinem Management das Briefing von der Firma bekommen, um die es geht. Und da steht dann immer drin, was die überhaupt wollen, ob nur eine Story, ein Reel oder ein Post, ein Beitrag. Und in dem Briefing steht dann halt auch drin, ne, um welche Produkte handelt es sich und was soll vermittelt werden. Und manchmal sagen sie eben auch zum Beispiel, wie sie sich grob so den Aufbau zum Beispiel wünschen von der Story oder von dem Reel oder von dem Post. Und ich habe jetzt eine Kooperation mit Kappa Tee. Vielleicht kennt ihr den. Ich zeige euch die Produkte gleich mal. Ich liebe den Tee so sehr. Mein liebster Tee von denen ist tatsächlich der Süßholzwurzel Pfefferminz, glaube ich, heißt der. Den benutze ich schon seit 5 Jahren, 4 Jahren. Ewig auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass ich dieses Jahr jetzt zur Adventszeit eine Kooperation mit denen habe. Genau, und für die müssen wir jetzt ein Reel erstellen. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, worum es genau geht. Und es geht um 3 neue Teesorten und die beiden Tee-Adventskalender, die Kappa hat. Genau, die soll ich, das soll ich sozusagen in einem Reel dann rüberbringen. Und der zweite Schritt, nachdem ich das Briefing mal angeschaut habe und die Produkte angeschaut habe, ist, dass ich mich dann immer hinsetze und mir so einen kleinen, wie so einen kleinen Drehplan sozusagen aufschreibe, damit ich weiß, welche Clips ich filmen muss, wie, in welcher Reihenfolge, ob ich ein Voice-Over mache oder nicht. Und danach geht's ans Filmen. Und das machen wir jetzt.
ich habe meine kleine Clip-Liste fertig. Und ich dachte, zeige euch jetzt mal die Tees. Die sind so süß. Ich finde die Verpackung von denen einfach auch so niedlich. Das ist zum Beispiel der kleine süße Tee-Adventskalender, um den es geht. Und die haben aber auch noch so einen größeren Tee-Adventskalender, den man wohl irgendwie aufklappen kann. Das muss ich mir gleich nochmal anschauen, bevor ich dann filme. Und das sind die neuen Teesorten, die sie jetzt rausgebracht haben. Guck mal, wie süß die Verpackung einfach ist mit diesem kleinen Regenbogen. Genau, und das hier sind die beiden Adventskalender. Ich muss die gleich nochmal aufklappen und schauen, wie sie dann aussehen. Okay, wie süß ist dieser Adventskalender? Das ist ja mal so niedlich gemacht. Das ist jetzt der große Tee-Adventskalender. Und hier hinter den Türchen sind dann halt die Teebeutel. Und das ist der kleine Adventskalender, den man auch so süß aufklappen kann. Und da kann man das dann hier durchdrücken und dann kann man hier dann immer jeden Tag einen Teebeutel dann rausziehen. Ist sehr niedlich. So, dann würde ich sagen, schaue ich mir meine Liste und mein Handy, hole mir mein Stativ und dann wird gefilmt. Jetzt meine Kooperation zu Ende gefilmt und habe auch gleich den Content gefilmt, den ich heute filmen wollte. Das heißt, das kann ich von meiner Liste abhaken. Das Reel werde ich später schneiden. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns an die anderen To-Dos. Ich denke, als allererstes werde ich jetzt mich um meine Steuern kümmern, beziehungsweise die Belege hochladen. Und dann staubsaugen, dann bringen wir die Pakete weg und dann kümmern wir uns um Morty. Dann wird der gebadet. So, die wichtigsten Punkte auf meiner Liste habe ich tatsächlich schon erledigt. Das war nämlich die Coop zu shooten, das war meine Steuer für Oktober zu machen und die Rechnung zu bezahlen, die noch offen war. Und das ist schon mal sehr erfolgreich. Content habe ich auch schon gedreht. Und jetzt werde ich einmal kurz zwischendrin, wo ich gerade hier sitze, meine Kopfhörer sauber machen. Das steht nämlich auch auf meiner Liste und das habe ich mir schon so lange vorgenommen, weil Leute, Kopfhörer sollte man auch regelmäßig sauber machen. Und danach werden wir staubsaugen, das Paket wegbringen, mit Morty Gassi gehen und dann muss ich noch das Reel für die Kooperation fertig schneiden und dann schauen wir mal, was wir dann so noch von der Liste abgearbeitet bekommen. Es ist nämlich jetzt schon kurz nach 4, aber als erstes kümmern wir uns jetzt hier rum. Ich habe hier nämlich auch so ein cooles Tool. Das habe ich Toni mal zum Geburtstag geschenkt und das habe ich mir jetzt gerade mal von ihm stibitzt. Und da sind nämlich extra diese Ärmchen hier dran, um die Kopfhörer sauber zu machen.
bin zurück von meinem Gassigang und meinem Weg zur Post. Da war einiges los. Ich bin froh, dass ich noch dran gekommen bin, weil die machen um 18 Uhr zu und ich war genau um 5 vor 6 da. Und es ist arschkalt draußen. Das muss ich mal sagen. Es ist in den letzten Tagen so kalt geworden. Naja, auf jeden Fall, wir haben schon einiges erledigt heute. Das heißt, jetzt noch wichtig auf meiner Liste ist auf jeden Fall Morty zu baden, weil wenn ich das heute nicht mache, dann wird es wieder lange dauern, dass ich mich dazu motivieren kann. Und ich wollte unbedingt meine Füße neu lackieren. Das sind jetzt die beiden wichtigsten Sachen nochmal. Morty, Füße, Jacke. Let's go. Fein gemacht. So, Morty ist gewartet. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das endlich gemacht habe. Er müsste eigentlich auch noch gebürstet und geschnitten werden, aber ich denke, das werde ich einen anderen Tag machen, denn sein Fell muss erstmal komplett trocknen. Ich föhne ihn zwar immer, aber ich föhne ihn nie komplett bis jetzt auf den letzten Zentimeter trocken, weil erstes Mal dauert das bestimmt eine Stunde und zweitens Mal hasst er den Föhn. Deswegen will ich ihn da immer nicht zu lange quälen. Genau, das heißt, ich mache mir jetzt was zu essen und dann geht's an meine Fußnägel. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Dann muss ich nur noch meine Jacke waschen und dann ist die Liste auch schon fast abgearbeitet. Ich habe jetzt Nudeln aufgesetzt und während das Nudelwasser kocht, werde ich mir jetzt meine Füße neu lackieren. Ich habe am Freitagabend schon meine Fingernägel neu gemacht und Leute, das Rot ist so schön. Das ist von Neonail die Farbe Mysterious Tail. Die gibt es bei, ich habe die bei DM gekauft. Bei Online habe ich die tatsächlich, warum auch immer, irgendwie immer nicht gefunden, aber vielleicht habe ich sie auch übersehen. Genau, und das ist so ein richtig, richtig schönes, so sehr, sehr dunkles Rot. Hallo, fokussieren. Ja, da seht ihr es. Ja, also ich finde es ist sehr, sehr schön, vor allem für den Herbst. Und genau, ich hole mir jetzt mit meiner Fräse erstmal den alten Lack runter und dann gibt es ein schönes neues Rot drauf. Ich liege mittlerweile im Bett, habe meine Skincare-Routine gemacht, habe mir noch einen Tee gemacht und werde jetzt ein bisschen lesen. Ich fange nämlich mit dem dritten Teil der Ravenhood-Trilogie an. Ich habe heute Morgen den zweiten Teil beendet und Leute, ich liebe diese Reihe so sehr. Es ist nicht normal. Ich denke wirklich auch den ganzen Tag über das Buch nach, über die Geschichte nach, über die Charaktere nach. Ich bin da so tief drin und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass es halt, also es ist zwar ein Roman und das sind krasse Liebesgeschichten so, oder ja, doch, Liebesgeschichten kann man schon sagen, aber es ist halt auch sehr spannend und es ist halt auch ein krasses Auf und Ab. Also der zweite Teil, der war wirklich heftig. Er war so emotional. Ich habe den innerhalb der letzten Woche durchgelesen und ey, ich hatte Schmetterlinge im Bauch, ich habe geheult wie ein Schlosshund.
Ich war verärgert, ich war verwirrt, verliebt, verlobt, verheiratet, einmal alles. Ja, also ich kann euch die Bücher wirklich bis jetzt sehr ans Herz legen. Ich bin mal auf den dritten Teil gespannt, aber ich fand den ersten Teil gut, ich fand den zweiten Teil gut. Ich denke mal auch, dass ich den dritten Teil sehr, sehr gut finde. Es ist ein bisschen eine düsterere Liebesgeschichte, würde ich mal behaupten. Aber ja, ich liebe es sehr. Vor allen Dingen, dass die Liebesgeschichte da drin, das ist so eine verzehrende Liebe, so eine dramatische Liebe, so mit vielem Hin und Her, aber ganz großen Gefühlen und ganz viel Sehnsucht und Dramaturgie und ja. That's my jam. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr happy mit dem, was ich heute alles geschafft habe. Ich habe gerade nochmal auf meine Liste geguckt. Das Einzige, was ich jetzt doch noch nicht gemacht habe, ist meine Jacke gewaschen, weil es so schon so spät ist und ich jetzt nicht noch die Waschmaschine anmachen möchte. Und was habe ich noch nicht gemacht auf meiner Liste? Ich war nicht beim Schneider und nicht bei der Reinigung. Das habe ich heute nicht mehr geschafft. Aber ansonsten habe ich alles abgearbeitet und ich habe vor allen Dingen auch ein paar sehr, sehr wichtige To-Dos, wie zum Beispiel meine Steuern erledigt. Ja, von daher bin ich sehr, sehr happy. Ich muss sagen, dass ich dieses Prinzip echt gut finde von so einem Tag, wo man mal so alles einmal aufschreibt und einfach weiß, okay, heute power ich einmal durch. Weil ich finde, dann ist man eher motiviert, als wenn ich das so auf eine Woche verteile. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich sage, okay, ich mache jeden Tag eine Sache davon jetzt. Und ich fand das heute wirklich gut. Also ich glaube, ich werde das häufiger mal machen jetzt. Und vielleicht auch einfach so nervige kleine Aufgaben, die nicht so urgent sind, einfach dann so sammeln und dann alle an einem Tag machen. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Auch sowas wie zum Beispiel Backofen sauber machen, Geschirrspülmaschine sauber machen, Waschmaschine sauber machen. Das sind ja auch zum Beispiel Sachen, da hat man auch nie Bock drauf. Das könnte man dann auch da gleich mit gut einbauen. Fenster putzen, auch was ganz Anstrengendes. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch vielleicht ein bisschen motivieren konnte, auch so einen Get-Your-Shit-Together-Tag in Angriff zu nehmen und vielleicht mal zu planen. Und ja, ich werde jetzt weiterlesen und freue mich auf den nächsten Vlog.